Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator Animals Projekt auf der Nordfriesischen Marsch 1.5 Vierfach-Map mit dem Tiger und dem Füsi. Hallo. Guten Tag. Ja. Jo, also die Maus kann also keine Rüben und keine Kartoffeln aufladen, na denn? Nein, Navarro, Navarro. Für was stand Navarro? Navarro. Mir wurde das Ganze auf die Kommentare geschrieben. Das fand ich auch richtig cool, weil ich das echt nicht wusste. Nachwachsende Rohstoffe. Boah, das war ein Geistesblitz, Alter. Der hat direkt meinen Kopf reingebumst. Also den habe ich hier ganz leuchten sehen. Nachwachsende Rohstoffe. Da gehören halt eben keine Rüben dazu. Und keine Kartoffeln. Und Erdbeeren? Wenn sie denn mal kommen, dann vielleicht. Aber da ist da, glaube ich, jetzt auch dieses alte Gerät dabei, was vorne diese Trommel dran hat, ne? Ist die dann irgendwie für Rüben oder. Ach, keine Ahnung. Das ja auch nicht, ne? Das Gerät hier mit der Trommel, ach ja. Das alte Gerät mit der Trommel, du meinst ja den Betonmischer, der gehört nicht dazu. Nee. Aus dem Oberberg, da ist Da haust du drei Schaufeln Kies rein und dann eine Schaufel Zement. Gute Mischer. Habt ihr Drasszement für sie? Was für ein Zement? Drasszement. Nee. Wir haben heute Brennkalk bekommen. Ja, also, was seid ihr Wir für haben Händler, Alter? Ihr habt kein Drasszement? Wir haben Zement, aber das ist ein ganz normaler Portland-Zement. Also kein Drasszement. Weißt du was? Nee. Drass ist keine Marke übrigens. Nee, keine Ahnung, was es sonst ist. Drass nimmst du für Außenbereiche, Naturstein, Ach so. beziehungsweise nicht Nee. Naturstein, sondern Granit. Wir Naturstein, nicht. weil der eben da nicht reinzieht und dann nicht blüht. Was? Ja, wir nicht, aber unsere Zweigstelle in Fulln, weil da das mehr verkauft wird. Bei uns wird das nicht verkauft. Also okay. Kannst du mir eine Palette mal zukommen lassen? Cool, Ich danke. war jetzt gerade echt am Überlegen. Ich wüsste nicht, wie ich das machen sollte, aber ja. Mit dem Rucksack herbringen? Ja, ich habe gerade ge überlegt. Bringe ich dir zur Gamescom mit? Geht nicht aufs Fahrrad? Geh nicht aufs Fahrrad als Maul, ey. Gamescom ist leider zu spät. Ach so, okay. Weil ich will da jetzt im Sommer wieder ein bisschen was machen. Ah, so. Oh, nee. Oh, doch. Weißt du, wenn du so etwas machst, ne, solltest du auch vielleicht mal an die Gefühle und an mich denken. Vielleicht das vorher mal mit mir absprechen, das wäre ganz nett. Passt schon, glaub mal. Ach, weiß nicht, alles gut. So, warte mal, Silage konnte man hier gar nicht abkippen. Wo kam denn die Silage rein? An Seite. Also hier oben läuft wieder alles in der Rinderzucht. Das ist doch super. You're ready to fly. Lohnt sich da nochmal hochzukommen wegen Tiere oder sind die schon jetzt alle draußen? Wir haben jetzt hier der eine Halle 4 Rinder. Der anderen 21. Einen vollen Anhänger kriegst du noch. Cool, den Rest mache ich dann vielleicht damit die Schweine auf. Wie kannst du bitte mal mein Xerion zurückfahren? Wenn ich hier das Feld fertig gemacht habe, dann ja. Vor allem sein Xerion. Ja, mein. Herion. Boah, mich rülps ekelhaft. Da, 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 da. So. Oh, ich muss tatsächlich ins Bett, ey. Ich krieg sonst echt einen Anfall.
Da hat ja Mike heute ganz schön hier deinen Kanal rumgespammt, ne? Nur wenn sie alle nach dem Kanal fragen. Ja, man. Nochmal bitte, wer hat meinen Kanal rumgespammt? Nee, Tigers Kanal hat der. Hat irgendjemand bei dir von LPG unter deinem Video die ganze Zeit gespammt? Hä, unter meinem Video Ja, hat ein. weil du mich ja noch nicht verlinkt hattest und die wollten alle halt den Link zu meinem Kanal haben. Ach so, aber es kommt ja keine. Die Folge ist Donnerstag. Nee, die erste Folge Friesis Abschied ist heute gewesen. Ja, aber du hast doch erst ab Donnerstag. Richtig, aber die haben heute schon nach dem Link gefragt. Unerhört. Ich hätte beide gebannt, aber. Alles gut. Alles gut. Bin ja Fremdwerbung auf meinen Kanälen gewöhnt. Gerade so im Nostalgiebereich ist das ja, kommt mir Ja, ab und zu mal vor. da war das Standard, ja. Die älteren Herrschaften, die haben es da nicht so. Der Diskretion. Nein, alles gut. So. Wir stellen jetzt erstmal. Aber ich könnte jetzt schon wieder einen neuen Drack verkaufen. Wisst ihr das? Können die ganze Zeit verkaufen. Sobald wir Geld haben, muss ich kaufen. Ey, es ist ganz schlimm, ne? Weißt du, woran das liegt? Das bestimmt, weil ich im Real Life so sparsam bin. Das hier mein Ersatz. Also, Freeze, ich glaube, wir sollten in Zukunft jede Folge das Admin-Passwort ändern. Glaube ich nicht. Stimmt. So. Das Gerät an, Junge, hier, was für einen schönen Krone-Anhänger gekriegt habe. Für einen Schnäppchenpreis von 36k. Du stellst das Ding nicht so dreckig da rein. Du Und kannst. vor allen Dingen stellst du den nicht so da rein. Nee, Wenn, ich dann wollte magst du jetzt den rund. rückwärts. Was? Ja, aber der kommt auf die andere Seite, ist dir klar, ne? Ja, Also nimm die aber. Sämaschine. Aber Aber, wie. aber, aber. Wie nehmen die Und Sämaschinen? sauber machen? Nehmen welche Sämaschinen? Hier, die grünen oder was? Ja. Bist du bescheuert? Das kriege ich nie da rein, ey. Sauber machen? Ja, kannst du doch auch mal machen. Das ist. Ja, aber du hast ja gerade gegrubbert. Boah, nein, mit dem nicht. Der stand am Feld, hat irgendjemand angefangen, 2 Meter zu fahren und hat ihn da stehen lassen. Aber gut, ich. Oh, geilo, Alter. Ja, meine Zuschauer kriegen was geboten, aber nicht die ganze Zeit gegrubbert. Ein blöder Wichser. So, warte mal. Was denn nun wieder? Nun wieder. Findest du das Ding wahrscheinlich gleich im Graben wieder. Nö, Das nö. hat dann abgehängt und mir hingestellt. Hast du denn beide Felder gegrubbert? Nö. Ja, dann muss ja drin noch gegrubbert werden. Ja, ich muss mich aber erstmal ein bisschen um meinen Salat kümmern. Weißt du nicht, ja. Erstmal um meinen Salat kümmern. Aber du bist ja der Gruppe Hauptverantwortliche hier. Halt die Klappe, ey. Das Tiger eins gesagt. hat Tiger gesagt. Kann ich schon vorstellen, ey. Alter, was ist denn hier los? Noch Gewicht. Bringt das Gewicht hinten was oder ist das nur Optik? Das ist nur Optik. Das Ist Geilste es gar heute, nicht. das, das, Theoretisch müsste was bringen. das Geilste heute unter der Nostalgie-Folge war, ah, schade, dass Freezy jetzt weg ist, aber es kotzt mich an, dass Tiger jetzt da mitmacht. Tiger schreibt da drunter, find dich mit ab. Es wollen Leute auch meine Sicht sehen. Aber das ist Gen vor vergessen. Das ist schön, erstmal eingegeben, der war Ach das so, Kommentar. keine Ahnung, da wurde mir nicht angezeigt. Könnt ihr mal aufhören, meine Videos als Diss-Vorlage für irgendwas zu nehmen? Das geht mir echt auf den Sack, ey, ihr Spackos. Siehst du euch auf euren Kanälen, ey? Nicht immer bei mir, ey. Was soll die Scheiße? Meine Zuschauer sind voll friedlich. Das gibt dir Klicks und Kommentar. Alles Ja, Interaktion. Gibt dir. toll. Neuer Zuschauer, der kommt, der guckt sich das dann so an und denkt so: Wow, hier los. Spastis. Darf man eigentlich bei den. Ver Au, 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 au. Darf man eigentlich bei den Feldern hier im Animals-Projekt das GPS anmachen? Mit GPS gekommen für Sie? Ja, warum? Nur so. Alter, ist mir kackegal, Alter. Oh, jetzt. Curseplay, ey, das wäre echt geil. Weißt du, was jetzt Bei geil den. wäre? Kein Curseplay.
Ich könnte mal den anschalten. Aber warte jetzt mal ab, Freunde. Wir machen First Play. Kriegen wir mit drauf, ey. Freezy wird's freuen. Der wird dann sagen, boah, geil, gute Idee gewesen. Wir können uns das gerne mal anschauen, aber geht mir zu sehr auf den Sack dran. Hab ich schon an den Scheiß hier, wie heißt das, Gearbox gewöhnt, den du oben nicht haben wolltest. Muss immer erst Shift E drücken. Jedes Fahrzeug, wo ich einsteige. Ich habe auch nicht mehr jeden mit der Gearbox. Wieso? So, Tiger, ich habe dir alles eingestellt. Du kannst, wenn du willst, loslegen hier auf Feld 2. Er hat denn jetzt den GPS, den JCB da stehen lassen. Ich krieg für alles Anschiss und ihr schmeißt die Fahrzeuge hier hin. Was denn für JCB? Der da. Gehört der da hin? Ja, wieso steht der nicht in der Halle? Ist genau so ein Ding, Herr Sword. Ja, kassier du mal Anschiss jetzt. Ich tue ja alles weg, nachdem ich hier von Zuschauern und Manus Anschiss gekriegt habe. Und hier kommt der Nächste. Aha. Ja, tu mal alles weg, ne? Hinten steht der Deutz, immer noch. Das ist, denn hab ich... Ich diskutiere gar nicht, das war ich nicht. Wo steht er? Ja, hier. Na, warte, wo? Hier! Ja, warte doch! Hinter dir! Ach, hinter mir, ja. Oh, lol. Ups. So, was haben wir noch Schönes für Mods drin? Alter. Kauf doch mal unsere Fabriken. Die haben mir kein Projekt bis jetzt gezeigt. Das stimmt. Alter, ja, hier ist dieses Fahrtrichtungsscheißgedöns an, das war ich nicht. Eigentlich ein tausender Fan, haben wir den? Ja. Doch, haben wir. Nein, haben wir nicht. Aber nicht drauf, also nicht gekauft. Also, wir haben den, aber nicht gekauft. Achso. Wisst ihr, was ich am 15er geiler fand? Da war irgendwie viel mehr Mod-Auswahl. Was liegt daran, weil im 17er viele Modder einfach nichts mehr gemacht haben, beziehungsweise ihre Sachen privat gehalten haben. Weil ja im 15er so viel rumgeflammt wurde, wenn irgendwelche Sachen nicht funktioniert haben. Okay, ja, das gibt irgendwie Sinn. Und das sag ich mal, das in der V1, wo man mal Sachen nicht funktionieren können, das ist ja wohl auch mal logisch. Das sieht aber, das muss dann irgendwann mal sagen, von wegen, jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf, das ist auch verständlich. Naja. Viele sind damals, glaube ich, da Kettle und Korps rübergegangen. Modder, ja, da sind ein paar da weggeswitcht. Stimmt wohl. Okay, Fleischproduktion läuft jetzt erstmal. Hä? Sieht eigentlich am Wochenende aus, wie sie es, würde ich dich noch fragen. Wo ist mein. Ich beantworte dir gar nichts, bis du mir sagst, wo mein grüner Deutz ist. Weiß ich ja nicht, Alter. Ich hatte ihn gerade abgestellt und war im Gewächshaus am gucken, was ich da hinbringen muss. Ja, keine Ahnung, Mann. Mhm, ich sehe dich da vorne fahren, du Bitch. Lass mich in Ruhe, Alter. Bring mir mal den Dings, bitte. Bring mir mal den Fast Track. Oh, was Schnelles. Okay. Boah. Wochenende. Steht bei dir was an? Ja, außer arbeiten, nix. Samstag arbeiten? Ja, Samstag immer bis 1 Uhr. Wieso? Wegen Aufnehmen, ob wir am Wochenende was aufnehmen können.
Nee. Ob wir am Wochenende was. Ich hatte schon abgehängt. Ob wir am Wochenende was aufnehmen können oder nicht, das war nur meine Frage. Also, doch, das können wir. Okay. So, tanken wir mal die Milch hier ganz in Ruhe. Das dauert nämlich ein Stückchen, aber währenddessen sind wir auch schon wieder fertig, meine Lieben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da. Wir sind erstmal raus. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.